Skrr, skrr. Wie jeder in der Gang of Woodworkers, also in meiner Gang, weiß, kann man nie genug Zwingen haben. Und in der Vergangenheit, eigentlich seitdem ich mit Holz arbeite, habe ich meine Zwingen mit Zwingenhaltern, die zum Beispiel ähnlich wie dieser hier aussehen, gelagert. Also relativ easy, wir haben die Zwingen hier rüber gehangen. Und im Prinzip war das auch okay. Im Prinzip. Aber ganz ehrlich, Gott, geht es mir auf den Sack. Es ist einfach nicht die beste Lösung. Die Zwinge an sich hängt hier drauf ganz gut, aber wahrscheinlich kennt ihr es. Man hat überall, oder ich habe überall in der Werkstatt verteilt, verschiedene Zwingen aufgehangen. Es sind nie die da, die ich gerade suche. Die ich brauche, hängt irgendwo ganz da hinten oder liegt im Garten. Und wenn sie alle hier schön drauf hängen, nimmt man eine runter und blablabla. Also, was ich damit sagen möchte ist, ihr kennt es vielleicht auch und ihr habt es tatsächlich relativ oft auch schon geschrieben und ich stimme euch zu, diese Möglichkeit der Lagerung ist okay, aber halt auch irgendwie nicht geil. Das Größte, was daran nervt, ist, dass man das Ganze an die Wand hängen muss und es ist nicht wirklich mobil. Das Problem ist, man verleimt aber immer irgendwo anders, zumindest wir. Also, haha, Foreshadowing, beziehungsweise ihr habt ja eh das Teaserbild gesehen, wir bauen einen Zwingenwagen, denn ich glaube, dass das deutlich sinnvoller ist, als die Dinger an die Wand zu hängen, denn wie gesagt, so kann man den ganzen Wagen, wo mehr oder weniger alle Zwingen, bis auf die mit Übermaß an einem Ort sind, es kann gar nicht die falsche drauf sein, weil mehr oder weniger alle drauf sind. Und weil ich weiß, dass das für viele manchmal schwierig ist, habe ich mir etwas Schlaues ausgedacht. Für ganz viele von euch ist es immer wieder schwierig, große Multiplex-Platten zu kaufen. Und es ist für viele auch gerade am Anfang sehr schwierig, solche Platten gut zu formatieren und zuzuschneiden, weil vielleicht einfach das richtige Werkzeug noch fehlt. Deswegen, good boy Jonas, hat das Ganze heute so geplant, dass wir nichts anderes brauchen, außer einen Akkuschrauber. Ich nehme zwei, einen zum Bohren, einen zum Schrauben, einfach weil ich zwei habe, aber ihr könnt auch einfach nur einen nehmen. Ihr braucht tatsächlich dann nichts anderes, als wenn ihr es genauso baut wie ich, sechs von diesen Multiplex-Platten, um den Wagen an sich zu bauen. Es kommen noch ein paar Add-ons dazu, aber die sind relativ optional, da kommen wir aber später zu. Für den Wagen an sich braucht ihr, wie gesagt, Multiplex-Platten, die es zumindest bei mir, bei einem Baumarkt, der sich IBO nennt, natürlich ein bisschen anders, aber ich denke, ihr wisst alle, welchen ich meine. Ich empfehle, nur bedingt da einkaufen zu gehen, aber es ist eine Quelle, wo ihr alle hingehen könnt und zumindest bei meinem IBO gibt es diese Platten in diesem Format. Die sind ungefähr 1,25 m x 83 m. Das ist top, das ist eigentlich ein super Maß für unseren Zwingenwagen. Was wir noch brauchen, Schrauben, werdet ihr wahrscheinlich alle haben. Und wir brauchen theoretisch so ein Abstandsstück. Fangen wir jetzt einfach mal an und ich erkläre gar nicht so viel vorweg, sondern sage euch, was ich mache und warum ich es mache. Und ob es hinhaut oder nicht, das habt ihr auf dem Teaserbild wahrscheinlich schon gesehen. Aber warten wir mal ab, wie der Weg dahin läuft. Ne? Also, wir fangen dann mal an mit diesem Stück, was ihr gar nicht unbedingt braucht. Du da. Ich verstehe, dass ihr selber gerade vielleicht euch denkt, was das hier werden soll. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, wie ich es erklären soll. Also das wird jetzt unser Turm, den wir bauen. Oh Gott, die Erklärung wird immer nur schlechter. Wir bauen einen Zwingenturm, der später auf einer Plattform steht. Das klingt so furchtbar. Egal, wenn ihr weiter guckt, werdet ihr auf jeden Fall sehen, warum das Sinn macht. Wir machen das jetzt genauso weiter. Dieses Abstandsstück, habe ich ja vorhin schon gesagt, braucht ihr nicht unbedingt. Wie dieser Abstand hier am Ende ist, ist völlig egal. Das könnt ihr frei auswählen. Meiner ist so, damit die Zwingen später da drin hängen. Es ist wahrscheinlich noch nicht vorstellbar, macht aber nichts. Was wir jetzt machen, wir setzen das Teil jetzt auf die andere Seite nach unten, so dass wir oben und unten wirklich genau den gleichen Abstand haben. Dann schrauben wir in der Mitte fest, dann setzen wir das Stück nach rechts um. Dann machen wir da das Gleiche, dann machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal mit der vierten Seite und dann haben wir einen vierseitigen Turm. Und übrigens, so ein Hubwagen ist natürlich für so ein Projekt hervorragend, weil ich kann damit die Platte einfach mit dem Hubwagen auf die richtige Höhe bringen und so wackelt hier gar nichts. Jetzt weiter mit diesem bis jetzt etwas kuriosen Projekt, ab auf die andere Seite.
Ohne Witz, das ist das kurioseste Projekt überhaupt. Ich habe keinen Plan, was das hier gerade wird. Also mich und Rocco könnte man auf jeden Fall damit easy nach China verschicken, wenn ich dann doch irgendwann asiatischer Rapper werde. Aber wollen wir nach China? Noch nicht. Doch? Naja, Rocco ist schon mal mit am... Kannst du runtergehen? Man sieht mich nicht mehr. Also, das ist jetzt so ein bisschen das Innenleben unseres Turms. Was wir jetzt machen, wir packen jetzt gleich noch die andere Seite hier oben drauf und haben dann wieder diesen Überstand, den wir auf der anderen Seite schon haben, der sich, wie gesagt, gleich erklärt. Was mir jetzt schon auffällt, was ich vielleicht nochmal sagen sollte, wir haben jetzt diese Plattenmaße genommen, weil es diese Platten so zu kaufen gibt und weil es für meine für meinen Zwingenwagen an Maßen her passt. Wenn ihr weniger Zwingen habt, dann baut ihn ruhig kleiner. Worauf es am Ende zu achten gilt, das werde ich am Ende nochmal sagen. Und ihr braucht natürlich auch Rollen. Das habe ich vorhin vergessen. Aber wenn ihr einen Wagen bauen wollt, dann braucht ihr meistens Rollen. Also, wir schrauben jetzt hier den Deckel oben drauf. Rocco und ich gehen vorher aus der Kiste raus, weil, wie gesagt, wir warten noch ein bisschen mit dem Verschicken. Ja, und dann macht es vielleicht gleich schon mehr Sinn als vorhin. Los, ab die Post! Ihr euch mal gefragt habt, wie ist es wohl, Jonas Winkler an einer regulär hohen Theke zu treffen? In etwa so, denn ich bin ja relativ klein. Für Richard wäre es die richtige Höhe. Allerdings bauen wir ja keinen Tresen, sondern einen Zwingenwagen. Und das, also wir haben jetzt erstmal den Turm gebaut, haben das Ganze jetzt einmal auf den Kopf gedreht, also da ist jetzt oben, das ist unten. Jetzt schrauben wir den Boden fest und den Boden müssen wir am Ende aufdoppeln, einfach weil wir mehr Masse haben wollen, weil wir nachher ja auch noch die Rollen festschrauben wollen und das soll wirklich bei dem Gewicht, was später drauf kommt, sehr gut halten. Was wir jetzt also machen ist, wir schrauben eine Platte fest in den Turm, den wir gerade gebaut haben und zwar wirklich in alle Seiten rein, also einmal wieder hier lang, einmal hier und einmal hier. Warum? Damit dieser Turm an sich so fest wie möglich auf dieser Platte verschraubt ist. Wenn ihr eine dickere Multiplex-Platte von vornherein habt, ist das super, wenn ihr es so macht wie ich, dass ihr einfach zwei Platten nehmt und die aufdoppelt, dann solltet ihr jetzt darauf achten, dass ihr alle Schrauben wirklich tief oder tief genug ins Multiplex versenkt, damit die nächste Schicht, die wir hier gleich draufpacken, genau bündig überall flach aufliegt, damit nicht die beiden Platten schief sind und damit der Turm automatisch wie der schiefe Turm von Pisa steht. Also, Platte ist drauf. Restliche Schrauben rein, dann aufdoppeln und bis jetzt sieht es echt ganz gut aus. Es ist riesig, aber ich habe ja auch viele Zwingen. Was ich sehr bewundernswert finde, ich zeige euch jetzt ja hier eine Ecke, die nicht passt. Alle anderen Ecken passen ganz genau perfekt. Also hier haben wir einen Millimeter Versatz. Warum sage ich, dass das gut ist? Naja, es sind Baumarkt-Multiplex-Platten, die wir nicht formatiert haben. Das heißt, ich habe keine einzige dieser Kanten nachgeschnitten. Und dass da 3 von 4 so gut passen, überrascht mich doch. Denn, das muss man sich natürlich auch klar machen, wenn man solche Platten kauft, kann man sich in der Regel nicht darauf verlassen, dass die wirklich alle 100%ig gleich groß sind. Einfach weil beim Zuschnitt immer wieder Fehler passieren können. Insofern, ja, das finde ich echt nicht schlecht. Wenn jetzt einer sagt, oh, das ist aber Hühnerkacke. Ja, es ist ein Zwingenwagen, also... Es ist schon völlig in Ordnung und wie gesagt, für mich ist es dieses Mal sehr wichtig, dass ihr das so einfach wie möglich auch nachbauen könnt. Ups. Wenn wir jetzt gleich das hier aufdoppeln wollen, hatte ich ja schon gesagt, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, ups, wenn das so sauber wie möglich ist und natürlich, dass alle Schrauben gesenkt sind. Wenn ihr voll super heftig auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr natürlich das Ganze auch noch mit Leim verstärken. Das macht jetzt bei den anderen Verbindungen aus meiner Sicht nicht übermäßig viel Sinn, einfach weil die Hebelkräfte für Leim an sich zu groß werden. Ein mechanisches Element wie eine Schraube ist da dann doch deutlich besser und sicherer.
Bei der Platte hier unten macht der Leim eventuell schon Sinn. Wir wollen aber jetzt auf jeden Fall nicht lange warten. Deswegen nehmen wir trotzdem etwas Leim und hauen dann überall noch Schrauben rein. Genauso könnt ihr das auch machen. Ihr könnt auch einfach den Leim weglassen. Ihr könnt theoretisch bei dieser Sache auch die Schrauben weglassen, wenn ihr mehr Zeit habt. Es ist völlig egal. Und wie hier unten die Schrauben gleich angeordnet sind, ist auch piepegal, weil das ist die Unterseite vom Wagen. Und wie der Leim angeordnet ist, juhu! Das ist auch egal. Eine Milliarde Schrauben später erkennt man endlich, was es ist. Ja! Und trotz der Größe lässt es sich gut bewegen. Und es steht. Also wenn ich mich da voll dranhänge, kippt er nicht um. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir ihn ja nachher ziemlich voll beladen wollen, diesen Wagen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir an der kurzen Seite, also an der schmaleren, also an dieser hier, das ganze Gewicht etwas nach innen versetzen. Jetzt musste ich gerade selber erstmal einmal ganz kurz nachdenken, aber es macht schon Sinn. Denn an der kurzen Seite neigt er natürlich eher zum Kippen. Das heißt, er möchte, wenn, nach hier kippen, so wie ich mich gerade dran gelehnt habe, so rum. Aber dadurch, dass wir allein mit den Wänden das Gewicht schon in die Mitte gezogen haben, ist das schon mal super. Und wenn wir nachher hier die Zwingen dranhängen, dann hängen sie eher mittig als am Rand. Und das ist super. Hier ist es sowieso schon mal überhaupt nicht gefährlich. Hier kann der Wagen nicht kippen. Hier kann ich mich crazy reinhängen. Da passiert gar nichts. Das ist schon mal top. Eine Versandbox haben wir im Prinzip immer noch. Dafür, oh, ein heißer Sound. Dafür gibt es auch noch eine super Lösung. Die bauen wir jetzt ganz am Ende erst. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie kriegen wir denn jetzt die Zwingen hier dran? Denn da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, von 0 Euros bis etwas mehr. Ja, welche ich wähle, seht ihr gleich und ja, so gleich ist jetzt. Ich habe euch reingelegt, wir haben jetzt doch erst was anderes gemacht. Wir haben jetzt doch erstmal dieses Fach hier gebaut. Das ist komplett optional, aber ich halte das für sehr sinnvoll, denn es gibt eine Art von Zwingen, die ich echt ungern aufhänge. Ich hole mal eine. Beziehungsweise ein paar mehr. Einhandzwingen. Die sind super sinnvoll, aber die aufzuhängen nervt mega. Und dieses große Fach ist tatsächlich genau dafür, wie es auch aussieht. Die können hier einfach rein. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass euer Turm besser steht, dann könnt ihr, bevor ihr diesen Boden reinlegt, ihr könnt ihn natürlich auch rausnehmbar machen, und das ist jetzt gar nicht mal übertrieben, wenn ihr wirklich viele sehr schwere Zwingen habt, in den Mittelteil dieses Turms, der ja hohl ist, Sand reinfüllen. Warum das wichtig ist, ich habe ja gerade schon gesagt, so ein Ding neigt natürlich dazu zu kippen. Und je mehr Gewicht wir in der Mitte des Ganzen haben, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass es kippt, weil halt außen nicht mehr Gewicht als innen ist. Und wenn innen der Schwerpunkt ist, dann kippt es nicht. Also insofern überlegt euch, wie ihr das macht. Ich habe jetzt hier Velcro mit reingelegt. Ich habe einfach irgendeinen Rest genommen, genauso wie für die beiden Leisten, wo das drauf aufliegt. Das sind zwei Reste Tischlerplatte. Macht da nicht viel mehr draus, als es ist. Es ist ein Zwingenwagen und das ist ein Regalboden, der da drin liegt. Hauptsache, der hält da drin. Alles andere ist piepegal. Jetzt aber, wie halten denn die Zwingen? Im Prinzip haben wir jetzt viel Arbeit investiert, um dieses Ding wieder aufzuhängen. Weil theoretisch könnten wir das natürlich einfach hier dran machen. Denn ich habe ja schon gesagt, die Aufhängungslösung an sich ist eigentlich nicht so blöd. Das Problem ist mehr, dass das Ganze eigentlich immer am falschen Ort steht. Aber ich habe ja so ein Tramborium gemacht. Wir nehmen das natürlich nicht. Wir nehmen solche Dinger hier.
Das sind Zwinghalter, die aus Blech sind. Die haben extra so eine schöne leichte Kröpfung oder so eine Auskragung, wo wir die Zwingen nachher gut reinhängen können. Sowas müsst ihr nicht kaufen. Ihr könnt es kaufen. Ich habe es auch gekauft, weil ich einfach... Ich will es einfach richtig machen. Ich habe keinen Bock auf diese Zwischen... Ich will das, was ich vorhin gezeigt habe, einfach nicht mehr. Ihr könnt euch natürlich so ein Stück, dieses Teil hier einfach selber machen. Ihr bohrt hier in der Mitte rein, sägt zweimal rein, dann habt ihr diesen Schacht. Wie ihr das gut befestigt und ob das lange hält, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte sowas Ähnliches in meiner allerersten Werkstatt. Ich fand es immer nicht so nice, selbst gebaut aus Holz. Deswegen nehmen wir jetzt, wie gesagt, diese Lösung hier. Und wie ihr jetzt eure Zwingenregalhalter hier dran schraubt, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ihr könnt es natürlich so machen, dass ihr sagt, Mensch, die sollen hier alle schön mittig sitzen. Aber im Prinzip ist das egal. Was wir jetzt machen, wir schrauben immer nur einen nach dem anderen an. Schrauben den an, hängen Zwingen rein, gucken, passt noch einer drunter, ja oder nein. Gehen dann zur nächsten Seite. Und so läuft das jetzt. Ja. So, das sind einige Zwingen. Tatsächlich fast alle meiner Zwingen, bis auf die, die halt super crazy lang sind, die hier natürlich nicht dran können, das wäre auch sinnlos. Ich habe immer noch Platz an meinem Wagen. Noch mehr PR-Zwingen. Aber bevor wir darüber nachdenken, wollen wir noch einmal gucken, wenn ihr das nachbaut, worauf kommt es an und worauf auch nicht. Wenn ihr diesen Wagen nachbaut, dann habt ihr ja schon gesehen, dass es wichtig sein sollte, dass der gut steht, auch wenn er voll beladen ist. Und was wir vorhin ja getestet haben, indem ich mich an eine Seite drangehangen habe, er sollte auch gut stehen, wenn er nur einseitig beladen ist. Denn wir müssen uns immer wieder klar machen, wahrscheinlich, wenn wir ganz viel verleimen, nehmen wir eine Reihe dieser Zwingen weg. Und deswegen sollte der Wagen dann natürlich immer noch gut stehen. Deswegen der Einwand, dass ihr zum Beispiel da unten Sand reinmachen könntet. Aber wenn ihr die Wände, so wie bei mir, nach innen verschiebt, dann sollte da im Prinzip nichts passieren. Ich kann mich jetzt ja noch mal hier mit dranhängen. Juhu! Da passiert gar nichts. Das Ding steht brutal fest und das ist auch wichtig. Was dabei natürlich zu beachten ist, die Rollen, die ihr kauft, sollten schon wirklich sehr, sehr viel Gewicht tragen können. 6 Multiplex-Platten an sich, das wiegt schon einiges. Velcro-Mat wiegt auch noch mal was, egal was ihr da reinlegt. Die Zwinghalter wiegen was, die ganzen Schrauben wiegen auch was und natürlich die ganzen Zwingen, die da noch oben drauf kommen, reinkommen, das ist eine ganze Menge Gewicht. Nichtsdestotrotz kann ich meinen Wagen sehr, sehr problemlos rollen und genau das ist auch Sinn der Sache. Eventuell hänge ich hier noch eine zweite Reihe von den Haken hin, weil dann kann nämlich dieses Klopfen nicht mehr auftreten. Was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist mich verrückt machen und dieses Ding bis auf 4 Millionen Körnung hochschleifen und ölen. In meinem Fall ist es so, dass das hier extra Multiplex-Platten für draußen sind. Zumindest wurden sie so verkauft. Nichtsdestotrotz, selbst normales Multiplex wäre in meiner Werkstatt hier völlig ausreichend und gut genug geschützt. Und die Frage wird auch kommen, warum ist hier so viel Abstand, warum hast du da so viel übergelassen? Ganz einfach, es geht darum, dass der Schwerpunkt nach innen versetzt ist. Das gilt nicht nur an der schmalen Seite, sondern auch an der langen Seite. Deswegen ist hier der Überstand. Und warum ist hier so viel Platz? Hättest du das nicht besser nutzen können? Jein. Was ich überhaupt gar nicht mag, ist, wenn alles super eng wird. Dann ist es nämlich ähnlich wie bei meinen Wandhalterungen. Und was wir hier noch haben, ist die Möglichkeit der Erweiterung. Das heißt, wir können hier noch lange Sachen, vielleicht sogar Messwerkzeuge und Co. dranhängen. Das heißt, der Wagen ist noch erweiterbar. Und das würde ich jedem auch mit an die Hand geben. Macht es nicht so, dass keine Zwinge mehr drauf passt, weil dann ist halt die auch schon wieder über. Also, das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen bzw. beachten. Nichtsdestotrotz ist das tatsächlich einfach ein mega einfaches Projekt, aber es macht einen riesengroßen Unterschied. Wenn man sich vorstellt, dass ich vorher von diesen Zwingenhaltern, die an der Wand hingen, 4 Stück hatte und es lagen immer noch sehr viele Zwingen, wie auf dem Teaserbild, das ist kein Joke, in irgendwelchen Kisten irgendwo rum und kein Mensch wusste, wo was ist, dann ist das tatsächlich eine viel, viel geilere Lösung. Wir haben eine Grundfläche von 1,25 m x 85 m. Hier sind alle Zwingen, die unter 1,50 m lang sind, drauf. Das heißt, man muss nicht mehr suchen. Wir haben es auch geordnet.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, turbo geil. In diesem Sinne, baut euch das gerne nach. Schiebt es dahin, wo es hin soll. Ups. Bei mir kommt es auf kurz oder lang dahin, wo jetzt die Bohrmaschine steht. Die kommt noch weg, denn wir haben ja, wie ihr letztens gesehen habt, gestern im Vlog vielleicht, die ganze Absaugung nochmal umgebaut. Und dadurch hat die Bohrmaschine keinen Platz. Wir werden sie demnächst vielleicht restaurieren. Wow, habt ihr dafür Ideen? Egal, das Video jetzt ist erstmal zu Ende. Das hat super gut geklappt. Ich bin super happy mit dem Ergebnis. Abonniert diesen Kanal. Verdammt nochmal. Viele von euch haben das schon, aber viele noch nicht. Und deswegen möchte ich euch ganz liebevoll, ohne Druck, ne, alles auf Druck heute, dazu auffordern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal am Mittwoch bei Werktag. Irgendwann dazwischen. Ciao.